Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit einem Edit-Contest. Ich habe mir mal die Community zusammengesucht, ein paar Leute. Das sind jetzt keine Profis oder so. Das Ganze ist relativ einfach gemacht. Aber ich hoffe, es macht euch Spaß, dieses Video zu sehen. Das ist so ein kleines Battle. So eins gegen eins, wer schneller editieren oder wer schneller bauen kann. Wenn euch das Format gefällt und das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich habe es bei NickA30 gesehen, das erste Mal. Und ich fand das ziemlich cool. Und es gibt nochmal ziemlich nice Sachen, die man hier machen kann. Ich habe noch ein paar Ideen, ob man nicht vielleicht so ein Pro-Battle noch machen könnte. Wenn ihr Interesse habt, da mitzumachen, kommt auf jeden Fall in den Discord vorbei. Dort frage ich immer wieder nach, ob Leute irgendwie Bock haben, bei solchen Contests mitzumachen. Link unten in der Videobeschreibung und los geht's mit dem Video. Es wird mehrere Stages geben bei dem Ganzen. Das heißt, bei dem ersten Stage ist es eigentlich ziemlich einfach. Also ich baue sozusagen eine Wand und ihr müsst die halt sozusagen so editieren, wie ich sie editiert habe. Bei der zweiten Stage wird es ein bisschen schwieriger und bei der dritten Stage versuchen wir mal so ein paar 90s zu cranken, je nachdem, wer noch übrig ist. Die ersten Teilnehmer gehen einfach vor und diese beiden freien Felder sind für euch da, um zu bauen. Derjenige, der langsamer ist oder der ist halt einfach verkackt, der ist sozusagen raus. Aber ihr habt zwei Leben, ihr könnt doch mal respawnen und euch nochmal hinten anstellen. Seid ihr bereit, ja? Springt mal, wenn ihr bereit seid. So möchte ich das sehen. Alles klar, also der erste Edit, ich platziere den jetzt sofort. Also Edit Nummer 1, zack. Oh, aber war schneller. Ich meine, es ist 50-50. Also ich würde trotzdem sagen, du hast erstmal verkackt, aber dann hast du es richtig gemacht. Das heißt, hier erstmal ein Leben verloren. Und dann machen wir das hier nochmal weg. So, seid ihr bereit, die nächsten Teilnehmer? Okay, der nächste Edit kommt jetzt. Und zwar machen wir den da. Uff, okay, das war sehr schnell natürlich auf der rechten Seite. Zack, wieder hinten anstellen. Wir machen das so ein paar Runden, bis nur noch ein paar wenige Leute übrig sind. So, bis ungefähr 8 Spieler da sind. Und danach gehen wir zu Stage Nummer 2. So. Ey, das war zeitgleich. Ich sag's euch mal, das war zeitgleich. Okay, nochmal. Okay, nochmal wieder zurück. Okay, das war links auf jeden Fall viel schneller. Dann bist du hier raus. Aber krass war das beim ersten Mal wirklich komplett zeitgleich, wa? Ready? Und wir machen mal so. Das ist okay. Was? Ihr habt beide falsch. Was ist das? Sorry. Du bist raus. Warum machen beide erstmal ein Fenster rein? Was ist das? Eine Tür? Kein Fenster, das ist eine Tür, Leute. Okay, die nächsten Teilnehmer. Seid ihr ready? Und wir machen mal ein bisschen tricky. Okay, der erste ist drin. I'm sorry, komm her. Ja, das ist mit dem Cone, also alle denken halt immer so, ja, okay, jetzt kommt als nächstes wieder eine Wand oder so, aber jetzt kam Cone. So. Ja, das dauert ein bisschen zu lange, Das hat sehr lange gedauert auf der linken Seite. Da sind noch sehr viele Spieler übrig. Ihr könnt euch auch ruhig aufteilen, ne? Damit nicht immer die gleichen gegeneinander spielen, weil ich glaube, rechts die Seite ist so allgemein so ein bisschen schwächer gewesen momentan. So, der nächste Edit kommt und wir machen mal den da. Okay, das hat ein bisschen gedauert. I'm sorry, Zuki. Einer der besten Skins überhaupt im Game. So. Okay, links war schneller. Sorry, du bist raus. Ich glaube, das war dein letztes Leben, gell? Ich glaube, du hast schon mal verloren. Vielleicht. Ne, warte, wir machen was ganz tricky-mäßiges. Den da. Uff, ey, die rechts, aber direkt war es im Pre-Build. Bleib stehen. Stehen bleiben. Vor allem im Pre-Build, ne? Du hast es direkt platziert, Alter. Das war richtig schnell. Ich hatte halt wirklich so links gewinnt erstmal, weil es so erstmal so die Plattform da war, aber der Edit hier rechts auf der Seite war halt ultra schnell dann. Okay, wir machen mal. So. Was ist das denn? Zack, links. Bist du nicht sogar Mobile-Spieler? Kann das sein? So, raus. Raus! Okay, wie viele haben wir noch übrig? Wir haben 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, einen Spieler werden wir jetzt noch eliminieren. Und zwar mit welchem Edit machen wir das? Gar keinem Edit. Was? Sorry, aber du musst halt schon hingucken, wenn du dran bist. Ihr guckt einfach in irgendeine Richtung. Ihr seid jetzt in Runde Nummer 2. Ne? Die letzten 8 Überlebenden, wir haben sozusagen die Hälfte einmal eliminiert. Jetzt in der zweiten Stage machen wir das so, ich mache jetzt 2 Edits, Leute. Ne? Also ich editiere zweimal und erst wenn ich Go sage, macht ihr die beiden Edits nach. Ein Test nur mal kurz, guckt mal ganz kurz zu. Ich mache zum Beispiel so, ich sage Edit Nummer 1 und Edit Nummer 2. Und dann sage ich Go und dann fangt ihr erst an, beide Edits nacheinander zu machen. Und derjenige, der zuerst fertig ist, in der richtigen Reihenfolge gewinnt und der andere fliegt sozusagen raus, ne? Edit Nummer 1.
Edit Nummer 2. Go. Okay, links war verkackt. Sorry. Tut mir leid, aber rechts war auf jeden Fall der Editstelle. Du hast erstmal mit dem Fenster angefangen. Es muss die richtige Reihenfolge sein und natürlich die Geschwindigkeit zählt. Okay, die nächsten Teilnehmer. Edit Nummer 1. Merkt euch das. Und Edit Nummer 2. Merkt euch das. Und go. Rechts schneller. Aber rechts war richtig schnell. Zuki, I'm sorry, du bist draußen. Aber rechts war richtig schnell. Wie gesagt, man muss sich halt beide Sachen merken. Ist gar nicht mal so einfach. Ich meine, eigentlich ist es einfacher, wer weiß, ne? Dann machen wir Edit Nummer 1. Merkt euch das. Edit Nummer 2. Merkt euch das. Und go. Das noch gar. Was steht denn auf deinem Bauplan? Zeig mir, was da drauf steht. Sag mal, hol mal deinen Bauplan raus. Erstmal gucken, was draufsteht. Es tut mir leid, du bist raus. Ich glaube, das ist der beste Teil aktuell mit dem Doppelten. Die Leute sind halt richtig verwirrt. Dann Edit Nummer 1. Merkt euch das. Edit Nummer 2. Merkt euch das. Und go. Oh, Alter, wie schnell war der denn links? Einer Junge, der war richtig schnell. Sorry, du bist raus. Das war aber richtig, weil schneller halt, keine Ahnung, der war halt vorher fertig, bevor ich fertig war. Okay, die nächsten Teilnehmer. Edit Nummer 1 und Edit Nummer 2. Go. Uff, Alter, links war aber richtig schnell. Nee, du bist raus. Nächster Step. Merkt euch den Edit. Und der nächste Edit ist der hier. Go. Ja, okay, rechts war schneller, aber links war trotzdem nicht schlecht, also von der Reihenfolge her. Dann die nächsten Teilnehmer, merkt euch den Edit. Edit Nummer 1 und Edit Nummer 2. Go. Ja, links schnell. Uff, links war sehr schnell. Du bist leider raus, du warst langsamer. Sehr schön. Ah, einer muss nur noch rausfliegen, okay, einer muss nur noch rausfliegen. Das heißt, merkt euch die Edits. So, wir machen Edit Nummer 1, Edit Nummer 2 und go. Na, rechts schneller und, kommst du hin? Ja, wo ist, ja, okay, das Fenster kam, ich hab schon die ganze Zeit gewartet, so, ja, da fehlt doch noch irgendwas, da muss doch noch ein Fenster rein, aber sehr schön. Gut, dann haben wir die letzten Teilnehmer, das heißt, die letzten vier Überlebenden, ihr seid die Pro-Builder bei uns, ne, die Pro-Editor und die Pro-Builder. Jetzt machen wir das so, kommt mal ein bisschen weiter nach vorne, jetzt möchte ich, dass ihr die 90s crankt, ne, so, ja, ich möchte sozusagen gleich sehen, wer von euch schneller sich nach oben bauen kann. Und derjenige, der schneller ist, gewinnt einfach sozusagen von euch beiden. 10 Sekunden habt ihr Zeit, um euch hochzubauen. Sobald ich Go sage und dann stoppt ihr. Also ihr müsst dann auf jeden Fall stoppen. Dürft euch nicht weiter nach oben bauen. Wenn ihr da irgendwie wild durch die Gegend baut oder sonst irgendwas oder euch Harry Pottert, dann gibt es Minuspunkte. Und ich stoppe die Uhr, Leute, jetzt hier am Start. Also 3, 2, 1, Go. Was? Uff, da ist er wieder runtergefallen. Der geht aber richtig steil nach oben. Ja, das wird hier auf der rechten Seite nichts. 8, 9, 10. Stopp. Okay, stopp. Nicht mehr weitermachen. Also, guck mal, erstmal. Links auf der unteren Seite, erstmal komplett alles verkackt am Anfang. Hier genauso, ne? Keine Ahnung, wie hier gerade angefangen wurde, ist nochmal runtergefallen. Aber ich muss dann sagen, die 90s waren dann viel cleaner hier auf der Seite, würde ich sagen. Ja, nicht ganz. Also links. Ah, schwierig zu sagen, aber wir gehen mal nach der Höhe. Das heißt, da ist auf jeden Fall das Ganze viel höher gebaut worden. Da ist hier erstmal raus. Wer weiß, vielleicht hast du noch ein zweites Leben. Ach, der hat sogar ein zweites Leben gehabt. Der ist beim ersten, er hat es bisher die ganze Zeit geschafft. Das ist natürlich krass, also dass du jetzt immer noch da bist. Auf mein Zeichen, Leute, auf mein Zeichen. 3, 2, 1, go. Oh, sind wir fast zeitgleich, ey. Wieso Zwillinge? Ah, links ein bisschen schneller, Leute, links ein bisschen schneller. 6, 7, 8, 9, stopp. Okay. Ey, aber ich muss sagen, diese 90s, die sehen halt richtig, also das sieht schon sehr clean aus, das Ganze. Wobei das halt so 180s eigentlich sind. Hier, das sieht ein bisschen verrückter aus. Man könnte das Ganze runterschießen, aber wir gehen trotzdem mal nach der Höhe. Das heißt, da oben ist das Ganze ein bisschen höher und der hier fliegt mal raus. 3, 2, 1, go. Und baut. Ja, uff, das geht schnell. Alter, das ist ja fast gleich. 7, 8, 9, stopp. Das ist schwierig. Also ich glaube, rechts darf von mir aus gesehen ist eine Ebene höher. Vor allem, weil diese Plattform, wenn ich die nämlich wegschieße,
dann müsste das eine Ebene höher sein. Ich meine, da sind so kleinere Fehler drin und so weiter, aber ansonsten, ja, die rechte Seite ist aber auch wirklich cleaner, deswegen den hier erstmal raus. So, jetzt müsste es wirklich nur noch 1 gegen 1 sein. In der letzten Stage, wir haben ja nur noch diese beiden Finalisten, die da ganz weit unten sind, machen wir das jetzt so, wer zuerst auf meine Höhe ankommt, im Bauen, also mit 90s, der gewinnt, ja. Das heißt, auf dieser Höhe, auf der ich mich gerade befinde, ich kann nicht viel weiter höher gehen, weil ansonsten crasht sozusagen Creative, aber die müssen sich auf diese Höhe hochbauen. Wenn ihr bereit seid, dann springt. Ich sehe euch eigentlich gar nicht mehr. Okay, ich sehe euch aber springen. Okay, 3, 2, 1, go. Uff. Ja, auf der rechten, man kann es sehr schwer einschätzen, wer zuerst hier oben ankommt. Ja, links sieht auf jeden Fall ein bisschen höher aus. Die bauen sich gerade so ein bisschen auch gegenseitig zu. Ja, links sieht schon wesentlich höher aus. Rechts ist halt so ein bisschen langsam, aber wesentlich cleaner. Ja, hier, da baut er sich auch ganz schnell hoch. Und da ist er. Und er baut immer weiter, Okay, der erste, der hier angekommen ist, ist der hier. Ich weiß gar nicht, welcher Spieler das ist. Der kam jetzt ein bisschen später an. I'm sorry, du bist eliminiert. Der Chris ist so weit gekommen. Und wer ist hier der letzte Spieler? Wer ist denn da? Da ist er, hier. Du hast also gewonnen. Ich weiß leider nicht, wer du bist, aber du hast die Ehre und darfst mich eliminieren. Und wer war das? Ah, der Dudley sogar. Das ist der Dudley, der einfach gewonnen hat. Ja, GG, mein Lieber, dass du hier gewonnen hast im Edit-Battle. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich meine, das ist jetzt nicht so Hardcore-Edit- oder Build-Battle oder sonst irgendwas gewesen, aber trotzdem denke ich mal, so ganz lustige Runden. Der Dudley hat gewonnen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!